willkommen zu einem neuen Video von mir. Der April ist jetzt vorbei und natürlich möchte auch ich euch die Bücher vorstellen, die ich im April gelesen habe. Heute gibt es meinen Lesemonat nämlich für euch und ich habe 8 Bücher gelesen, 2 davon als E-Book und auch als Rezensionsexemplar und 6 Bücherchen. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Büchern an. Möchte euch aber auch noch eben darauf hinweisen, dass ihr bei Goodreads immer meinen aktuellen Lesestatus findet. Also da seht ihr eigentlich immer, was ich gerade lese und wie weit ich dort bin. Am Ende bewerte ich es natürlich auch und schreibe eine Rezension. Und da findet ihr mich auch unter Denise World of Books. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Als erstes habe ich Anfang April in einer Leserunde auf Instagram Verity von Colleen Hoover gelesen. Das war mein erstes Buch der Autorin und ich muss sagen, ich war absolut begeistert. Verity ist eine Mischung aus Liebesgeschichte und hat Thriller-Elemente. Und es war so verstörend an einigen Stellen. Wie ein Unfall, habe ich gesagt. Es ist schrecklich, aber man guckt trotzdem hin und will wissen, wie es weitergeht. Und es war einfach so, so gut. Es hat mich wahnsinnig geflasht. Noch Wochen später hat es mich beschäftigt, weil ich einfach finde, dass die Autorin hier das Ende so gestaltet hat, dass man für sich selbst überlegen kann, was es jetzt war und was nicht. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Mehr werde ich euch aber an dieser Stelle nicht verraten. Ihr solltet es wirklich unbedingt selber lesen. Es lohnt sich. Ein unmoralisches Angebot, eine unmögliche Liebe und ein Tagebuch, das Unvorstellbares enthüllt. Eigentlich wollte Loan Ashley nur die gefeierten Psychothriller von Verity Crawford weiterschreiben, die seit einem Unfall nicht mehr ansprechbar ist. Doch mit zweierlei hat Loan nicht gerechnet: dass sie sich in Veritys Mann Jeremy verlieben würde und dass sie im Haus der Crawfords eine lebensbedrohende Entdeckung machen würde. Ja, also ich finde den Klappentext auch gut. Er verrät so ein bisschen die Grundhandlung, aber er spoilert nicht und ja, war auf jeden Fall ein absolutes Monatshighlight und ich denke, es ist auch jetzt schon ein Jahreshighlight, weil es einfach krasse Wendungen hatte, krasse Plots. Der Schreibstil war genial. Also da ist Colleen Hoover wirklich der Hammer. Ich werde auch noch andere Bücher von ihr lesen, habe zwar ein bisschen Angst vor den Young Adult oder New Adult Romanen jetzt, weil das ja ganz, ganz anders hier ist. Freue mich trotzdem drauf. Und ja, das Buch hat von mir, wie könnte es anders sein, 5 Sterne bekommen. Ist es absolut wert. Und ja, schaut es euch an. Ich habe auf Instagram schon ganz, ganz viel davon geschwärmt. Und ja, auf jeden Fall eine meiner krassesten Empfehlungen aus diesem Jahr. Dann habe ich gelesen. Letzten Monat habe ich den zweiten Teil zuerst gelesen. Diesen Monat habe ich dann den ersten nachgeholt. Und zwar Finding Back to Us von Bianca Iosivuoni. Das ist ja eine Neuauflage von Was auch immer geschieht. Das war mir erst gar nicht so bewusst, weil ich das Buch vorher auch noch nicht gelesen hatte. Und es ist eine New Adult-Geschichte, ist im Lux Verlag erschienen. Und ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Sie darf ihn nicht lieben, denn er ist ihr Stiefbruder. Als Kelly nach langer Zeit in ihre Heimatstadt zurückkehrt, ist der Erste, dem sie dort begegnet, ausgerechnet Keith. Keith, der den Autounfall verursachte, bei dem ihr Vater starb. Keith, den sie nie wiedersehen wollte. Sofort flammen der Schmerz und die Wut von damals wieder auf. Aber auch ein gefährliches Prickeln, das Kelly völlig verwirrt. Denn Keith ist nicht nur die Person, die sie am meisten hasst, er ist auch ihr Stiefbruder. Ja, hat mir gefallen. Ich fand zwar, dass bei der Thematik ruhig ein bisschen mehr Drama noch hätte vorkommen können. Hat mich aber dann auch sehr gut unterhalten. Ich bin hier auch so durch die Seiten geflogen und Bianca schreibt ja auch tolle New Adult-Geschichten, da brauchen wir gar nicht drüber reden oder diskutieren. Es hat Spaß gemacht. Ich fand den zweiten Teil halt jetzt stärker, wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht. Und es ist eine schöne New Adult-Geschichte für zwischendurch, würde ich sagen. Und Kelly fand ich auch total sympathisch. Keith fand ich auch toll. Ich fand auch die Chemie zwischen den beiden sehr interessant, weil es doch sehr rasant zuging manchmal und auch sehr viele Konflikte gab und Streitereien und die beiden hatten wirklich tolle Dialoge, die mich echt amüsiert haben. Und ja, an dieser Stelle 4 Sterne. Wie gesagt, den zweiten Teil fand ich einfach besser, aber es ist trotzdem ein gutes Buch und kann man auch sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist halt locker leicht. Also lässt sich super lesen und ja. Mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. So, dann habe ich in einer Leserunde auf Instagram, beziehungsweise dann 2 Leserunden, Izara, Stille Wasser und Izara, Sturmluft gelesen, also Teil 2 und 3 der Reihe.
Beide Teile haben mir super gefallen, wobei Teil 3 einfach der Hammer war. Also ich habe hier so viel gelitten und das Ende hat mich komplett zerstört. Also Julia Dippel hat wirklich immer mein Herz rausgerissen, ist drauf rumgetrampelt, hat es mir dann wiedergegeben, um es am Ende komplett zu zerstören, so kann man es sagen. Und man fiebert hier einfach mit und es ist einfach, also beides 5-Sterne-Bücher, brauche ich auch nicht mehr zu sagen. Es ist eine Urban-Fantasy-Reihe, eine Romantasy-Reihe. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden Protagonisten, Ari und Lucien, ist einfach toll. Vor allem im dritten Band, die Entwicklung ist einfach genial. Und ja, schaut es euch unbedingt an, wenn ihr Fantasy mögt. Und zum ersten Teil habe ich, glaube ich, im letzten Lesemonat schon ein bisschen was verraten. Ich möchte euch nämlich nicht spoilern an dieser Stelle. Aber es sind einfach richtig, richtig tolle Bücher. Und ich bin jetzt wahnsinnig auf den vierten Band gespannt. Den werden wir jetzt Ende Mai wohl beginnen. Und Izara ist auf jeden Fall für mich eine Highlight-Reihe. Also die müsst ihr euch unbedingt angucken. Beides 5-Sterne-Bücher. Also auf jeden Fall. Definitiv. Dann habe ich gelesen, mal ein ganz, ganz anderes Buch und auch ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Und zwar mit 50 Euro um die Welt von Christopher Schacht, wie ich mit wenig in der Tasche loszog und als reicher Mensch zurückkam. Ja, dieses Buch habe ich als Hörbuch gehört, weil mich die Thematik Reisen im Moment sehr beschäftigt und vor allen Dingen auch Fernreisen beschäftigt mich sehr, weil das ist eigentlich schon ein Wunsch, den ich seit Ewigkeiten habe, mal nach Amerika zu reisen oder mal nach Asien, also Thailand, Bali. Würden bei mir ganz weit oben auf der Liste stehen. Und ja, dieses Buch hat mich wirklich angefixt, muss ich sagen. Also sobald die Situation, die jetzt gerade herrscht, vorbei ist, werde ich, glaube ich, sparen, 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 um wirklich auch mal aus Europa rauszukommen und mehr von der Welt zu sehen. Und ja, auf jeden Fall geht es hier um den 19-jährigen Christopher, der nach seinem Abitur mit 50 Euro und seinem Rucksack loszieht, um die Welt zu reisen. Er nimmt kein Flugzeug in Anspruch, also er macht alles per Trampen oder über den Seeweg auf Segelbooten, wo er dann aushilft, um sich vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und es war einfach genial. Er berichtet hier sehr anschaulich von seinen Erlebnissen, auch von brenzligen Situationen, die er auch erlebt hat. Und ja, ich denke, er war 4 Jahre unterwegs, da kann auch nicht immer alles glatt laufen und ja, es war wirklich einfach grandios und macht einem echt Lust, sich selbst auf den Weg zu machen und das zu erleben. Auch für ihn hat sich auch für sich in seinem Leben einiges verändert. Es hat ihn sehr geprägt. Er ist dadurch auch ein bisschen gläubig geworden. Und ja, also ich fand dieses Buch wirklich, wirklich toll. Es ist mal was ganz, ganz anderes. Ich würde es euch echt ans Herz legen, auch mal so ein Buch zu lesen, das mal zur Hand zu nehmen und sich wirklich einfach mal darauf einzulassen und sich treiben zu lassen. Und wie gesagt, das Hörbuch war auch genial. Also ich kann es auch als Hörbuch empfehlen, weil es hat einfach dieses Feeling gehabt, als wenn man sich gegenüber sitzt und er erzählt. Und ja, war richtig, richtig toll. Wirklich. Also das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Und auch 5 Sterne von mir an dieser Stelle. Und ja, es war richtig, richtig, richtig großes Kino. Richtig toll. Ja, wie oft habe ich das jetzt gesagt? Sehr, sehr oft. So, und dann habe ich gestern Abend noch schnell beendet, damit es auch noch in dieses Lesemonatsvideo kommt. Und ich wollte es auch einfach beendet haben, weil ich leider ein bisschen enttäuscht war. Und zwar spreche ich von Cinna und Ella, Happy End und Done von Kelly Oram. Das ist ja der zweite Teil zu Cinna und Ella. Ja, und was soll ich sagen? Also, ich finde die Geschichte jetzt zwar nicht so schlecht, wie sie von vielen anderen Bloggern hingestellt wird. Das mal vorweg. Ich fand halt einfach, hier werden sehr viele Klischees reingehauen und Ella finde ich in dem Teil auch sehr schwierig. Ich fand sie im ersten Band sehr sympathisch, aber hier hat sie mich schon genervt. Und ja, also es war jetzt nicht schlecht, aber auch kein Highlight. Ich habe dem Ganzen 3, 3,5 Sterne gegeben und würde sagen, die Leute, die Cinna und Ella den ersten Band richtig toll fanden, die sollten hier auf jeden Fall zugreifen, weil es ist einfach ein Bonus. Die Geschichte geht weiter, man sieht oder liest, wie es mit Brian und Ella weitergeht. Und ja, es ist wirklich nicht schlecht. Es lässt sich auch gut lesen. Der Stil war okay. Ich hatte auch ein paar Momente, wo ich auch echt herzhaft lachen musste. Und ja, aber wie gesagt, man kann hier jetzt nicht wirklich ein Highlight erwarten. Also so für mich jetzt. Und ja, es ist solide. Also 3, 3,5 Sterne habe ich dem Ganzen gegeben.
Das waren die Bücher, die ich gelesen habe. Und jetzt möchte ich euch noch von zwei Rezensionsexemplaren berichten. Ich versuche euch die Cover jeweils einzublenden. Da muss ich aber gucken, wie ich das hinkriege, weil das ein bisschen technisch und ja. Auf jeden Fall habe ich zum einen Neon Birds gelesen von Marie Grashoff. Das ist ja eine Science-Fiction-Geschichte, die auch sehr dystopisch ist. Also hier geht es halt um einen Virus, der die. Wie hießen die denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wird da ein Virus angepriesen, der auf Cyborgs eventuell übergreift. Und es leben auch noch Menschen in dieser Welt. Und ja, es geht so ein bisschen halt darum, dieses. Wie soll ich das sagen? Ich bin da echt schlecht drin, weil ich habe dieses Buch auch abgebrochen, muss ich euch sagen, weil es mir nicht gefallen hat. Also ich fand den Schreibstil anstrengend und kam da nicht mit zurecht. Dann fand ich es sehr, sehr nah an zwei anderen Büchern aus diesem Genre, die mir sehr gut gefallen haben und da konnte das für mich einfach nicht mithalten. Ich habe mich da mehr oder weniger durchgequält und habe dann, ich glaube, ab der Hälfte ungefähr gesagt, nee, ich bin da raus. Habe das auch mit zwei lieben Bloggerinnen gelesen. Die beiden fanden das Buch jedoch großartig. Also will ich es jetzt auch nicht schlechter reden, als es vielleicht ist. Es ist einfach nur nicht mein Buch gewesen. Und ja, ich verlinke euch das Buch mal in der Infobox. Schaut da rein. Ich bin da echt schlecht im Erklären, weil ich es abgebrochen habe und würde dem Ganzen so 2 Sterne geben. Aber einfach meine persönliche Sicht. Ich fand es halt nicht so toll. Und ja, war leider auch ein Rezensionsexemplar. Es tut mir an dieser Stelle wirklich sehr, sehr leid. Aber die Reihe werde ich auch nicht weiter verfolgen. Und so ist das manchmal. Man kann nicht alle Bücher lieben. Ach ja. So, und dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar gehabt, was mir aber richtig, richtig gut gefallen hat, was ich total gefeiert habe, was mein Herz erweicht hat. Und ja, ich spreche von Als ob du mich siehst von Michelle Schrenk. Das ist auch am 30. April erst erschienen. Also ganz, ganz, ganz neu. Es gibt zurzeit auch nur das E-Book, das Print kommt noch. Und auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte um Elisa, die von Berlin nach Nürnberg zurückzieht, weil sie dort ganz, ganz viele schlechte Erfahrungen mit einem Ex-Freund gemacht hat. Sie hat sehr, sehr viele Selbstzweifel und sieht sich selber nicht, macht sich immer klein und denkt einfach so, das schaffe ich sowieso nicht und ich bin nicht gut genug dafür, ich kann sowas alles nicht. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gebrochen, das Mädchen. Und sie trifft dann auf Joan. Joan ist einfach ein absoluter Traumtyp. Wie könnte es anders sein in Michelle Schrenks Büchern? Er ist einfühlsam, trotzdem hat er kesse Sprüche drauf. Er und Elisa sind am Anfang auch so ein bisschen, da gibt es einige Reibereien, die sich dann aber nach einem Erlebnis auch wenden. Und er zeigt ihr so ein bisschen, hey, ich sehe dich. Du bist toll, so wie du bist. Glaub mal mehr an dich. Komm mal aus dir raus. Denk nicht so viel nach. Und dieses Buch hat einfach eine wahnsinnig tolle Message, die ich wahnsinnig wichtig finde, die mich auch selber immer wieder berührt. Deswegen war dieses Buch für mich persönlich wahrscheinlich auch einfach so gigantisch, weil es genau zur richtigen Zeit kam. Und ich danke Michelle dafür, dass ich es vorab lesen durfte. Ich musste am Ende auch das ein oder andere Tränchen verdrücken. Und es war einfach nur toll. An dieser Stelle 5 Sterne. Und schaut es euch unbedingt an. Ich werde es auch noch mal in der Infobox verlinken. Und es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass ihr euch dieses Buch anseht. Es war, wie gesagt, grandios. Richtig großes Kino. Also, ja. So, ihr Lieben, das war auch schon mein Lesemonat. Ich verlinke euch die Bücher natürlich alle in der Infobox. Schaut euch sie ruhig alle an. Auch die Bücher, die vielleicht nicht ganz so gut abgeschnitten haben. Nur weil es für mich nichts war, heißt es ja nicht, dass es für euch nichts ist. Und ansonsten findet ihr mich natürlich auch bei Instagram unter Denise World of Books, bei Goodreads unter Denise World of Books und auch bei Twitter unter Denise Book World. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert und dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, mich vielleicht auch abonniert, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Da ist nämlich noch einiges in Planung. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Bye!